Notknopf eingeschaltet. Abschalten, stellen Sie den Schalter! Scheiße! Versuchen wir den hier! Komm schon! Komm schon! Wir sind der Ebenfalls! Tut mir leid! Es tut mir leid! Da, ein Schlüsselloch! Let's go, wir suchen dir den Schlüssel! Was soll das hier? Zleskovic, Sir. Haben Sie... Ja! Zerstören Sie sein Atemgerät! Alle noch am Leben? Jawohl. Der Verbrennungsofen ist aus. Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen. Halt. Ich höre da draußen was. Da kommt jemand. Captain Blazkowicz, Sir, hören Sie mal. Oh. Oh. Das ist der, oder? Das ist Tom. Stopp! 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 Was soll ich jetzt machen? Der Rettung fährt! Also, Sie sind zusammengehalten. Das ist Krieg. Menschen sterben. Wir leben. Es kann mehr, dass das irgendeines tun. Kameraden, in einem gottverdammten Schützenraum. Wir haben unser Geschäft. Alles andere ist gut. Machen Sie alle. Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Eine ganze Weile her, dass ich ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie. Ich kenne Sie. Oh, Sie gefallen mir. So widerstandsfähig. Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Oh, ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr gefallen mir auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer! Captain Blazkowicz, helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ich habe keinen Platz für Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Und das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen leicht. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen,
den ich sezieren soll. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. So stur, Captain Blaskowitz. Gute Eigenschaft. Die meine ist Geduld. Endlose Geduld. Welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Sehen Sie sich einfach nur den an, den ich auswählen soll. Ich warte. Eine kluge Wahl. Jung, unverbraucht, frische, zarte Testsubjekte mit intaktem Fettgewebe. Sie retten mich nicht wahr, Sir? Ich weiß, Sie schaffen das. Sir? General Totenkopf. Heute erteilte mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Bleib's hier! Oh, auf Wiedersehen. Lasko, ich versuche etwas. Sie werden wissen, was zu tun ist.
lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja, Doktor. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Nein. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Wie Rührei. Ich habe schon so lange auf Sie gewartet. Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Liebling, deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Obhut. Die hier sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind General Totenkopf persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. Ein seltsames Gefühl, gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit. Die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Einen Moment. Wach auf. Nein. Halt! Nein! Hilfe! Hilfe! Nein! Anja! Stopp! Sie haben meinen Offizier im Dienst angegriffen! Unsere Befehle lassen nicht den Betreuer zu töten! Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung! Papa! Bringt sie zu Keller! Papa. Das war er! Nein! Ganz ruhig! Scheiß Dinger! Hilfe! 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 Dreckige Schweine! Wohin wollen die sie bringen?